Ja, wir kommen zu einer Neuheit im Antennenmarkt, und zwar sind wir bei der Satellitenantenne. Kennen die immer alle den klassischen Parabolspiegel, ziemlich unförmig, ziemlich gross, ziemlich unsexy, auch wenn man an der Fassade hängt oder auf dem Balkon steht, das ist nicht wahnsinnig schön zum Anschauen. Es gibt seit kurzem eine Alternative, und zwar etwas, das viel kleiner, viel kompakter ist, nicht so rundförmig ist und trotzdem, mal schauen, ob es das Versprechen gehalten wird, trotzdem die gleiche Qualität hinkriegt wie eine klassische Satellitenschüssel. Mal schauen. Taugt es oder taugt es nicht? Roman Masik. Satellitenschüsseln verschandeln die Landschaft und Umgebung. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Selfsatz heißt die neuartige Satellitenantenne, die qualitativ gleich, aber optisch kleiner und diskreter in Erscheinung treten soll. Selfsat ist eine neue Generation von Satellitenanlage. Sie ist kleiner. Sie hat den LMB bzw. Empfangsteil schon eingebaut. Sie ist personalisierbar. Ich kann zum Beispiel ein Foto machen von meiner Hausfassade, das einschicken, komme es in Form von einer Klebfolie wieder zurück rüber, kann es drüber kleben und durch das wirkt sie unauffälliger und diskreter. Konsum.TV wollte wissen, was Selfsat wirklich taugt und ließ Multimedia-Experte Stefan Gubler die Selfsat-Antenne testen. Laut Hersteller soll die Montage und Installation einfach sein. Na dann mal ans Werk. Zuerst haben wir hier die Satellitenantenne, wo keine Schüssel mehr ist. Dann das Wichtigste wahrscheinlich heute, Bedienungsanleitung. Ein Haufen Metallteile, die ich noch nicht weiss, für was sind. Noch mehr Schrauben als Metallteile. Ein Schraubenschlüssel. Und zu guter Letzt sogar ein Kompass. Erst einmal muss geprüft werden, wo die Selfsat-Antenne montiert werden soll. Dabei muss die Antenne zum Satelliten ausgerichtet werden. Und zwar mit Hilfe des Kompasses. Montieren lässt sich Selfsatz unterschiedlich. Theoretisch hat man vier verschiedene Möglichkeiten, um die Satellitenantenne zu installieren. Man kann sie auf den Tisch stellen, an der Wand anmachen, am Balkon anklammern oder am Fenster anmachen. Da ich aber keinen Tisch habe, ein ungeeignetes Fenster und auch keinen Balkon habe, entscheide ich mich für die Wandmontage. Montiert ist die kleine Antenne tatsächlich relativ rasch. Die paar Schrauben und Muttern sind mit Hilfe der Bedienungsanleitung im Nu fixiert und die Satellitenschüssel an der Wand angebracht. Die Wandmontage ist jetzt relativ einfach gegangen. Man muss wissen, dass man einen Bohrer braucht, um die Löcher in die Wand reinbohren. Was man auch muss wissen, ist, dass die Schrauben, die in die Wand montiert werden, nicht mitgeliefert werden. Also die dicken Schrauben und Dübel muss man zusätzlich kaufen. Nach der Montage beginnt die Installation. Dafür benötigt man ein zusätzlich gekauftes Satellitenkabel und einen Programmempfänger, einen sogenannten Receiver. Doch die Installation stellt sich als komplizierter heraus als im Handbuch beschrieben. Mittels Fernbedienung, Ausrichten der Antenne und einer Menge Geduld hat es dann doch noch geklappt. Fazit von Stefan Gubler. Die Selfsat-Antenne ist sicher ein Fortschritt gegenüber den alten Satellitenschüsseln, weil sie hat den gleich guten Empfang, also auch bei schlechtem Wetter, wie eine herkömmliche Schüssel. Verunstaltet das Hausäußere nicht so wahnsinnig. Allerdings würde ich bei der Installation einen Profi zu Hilfe nehmen, weil wenn ich das selber mache, brauche ich sehr viel Zeit und sehr viel Nerven, bis ich das Bild auf meinem Fernseher habe. Selfsat soll also qualitativ besser sein als eine 40er Parabolschüssel. Nicola Lipolis von Interdiscount. Für wen eignet sich jetzt so eine kleine viereckige Satellitenempfänger? Ja, ich würde mal behaupten, das eignet sich vielleicht für den Kunden, der nicht auf Satellitenfernseher verzichten will. Aber sicherlich auch für den Kunden, der keinen 80er Parabolspiegel will oder darf auf den Balkon stellen. Also das, was wir hier sehen. He? Genau. Jetzt, bis jetzt hat man ja den Vermieter um Erlaubnis fragen, wenn man so eine Schüssel an die Wand machen lassen. Ist das bei dem auch der Fall? Das bleibt so, also nach wie vor, auch beim Selfsat, wenn ich jetzt den möchte, die Hausfassade machen, dann müsste ich eigentlich schon zuerst Erlaubnis vom Vermieter reinholen. Aber durch das, dass der Selfsat eben so klein ist, wie man jetzt hier sieht, kann ich den ruhig auf einem Tisch draufstellen im Balkon und das funktioniert. Mhm. Und trotzdem noch auf Qualität sprechen kann. Ist es tatsächlich so, dass es keine Einbußen gibt jetzt bei Schlechtwetter? Weil das wird oft kritisiert bei kleineren Satellitenschüsseln. Mhm. Es ist folgendermaßen, der Selfsat kann man eigentlich an einer 60 cm Parabolspiegel vergleichen, qualitativ etwa nebenbürtig. Ich habe sie jetzt gerade selber können testen zu Hause und letzte Woche hat es ein paar Regentage gegeben und ich muss sagen, die Qualität verhebt. Stichwort Full HD in allem Munde momentan, hochauflösende Bildqualität. Wie sieht es aus? Kann ich das schauen?
Ja, ja. Also der Selfsat ist Full HD tauglich. Bedingung ist natürlich, dass ich einen Programmempfänger habe, der auch Full HD tauglich ist, sonst geht es nicht. Okay, dann haben wir ein paar zündige Infos auf den Weg gekriegt. Wenn Sie noch weitere Fragen haben zum Thema, dann gehen Sie bei uns aufs Netz auf www.konsum.tv. Nicola Lipoli, Dankeschön. Danke auch.